Ja, vielen Dank, lieber Herr Ministerpräsident Söder, liebe Frau Professor Niebler, Herr Ministerpräsident AD Theo Weigel und Herr Entschimpt, Entschuldigung, jetzt habe ich ihn gleich befördert, Herr Finanzminister, aber Herr Ministerpräsident AD Günther Beckstein, Entschuldigung, meine Herren Präsidenten AD Wieshoy und Soltmann, für die IHK begrüße ich Herrn Sasse und für die Handelskammer Herrn Peter Andl, aber vor allen Dingen meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke sehr, sehr herzlich für diese Einladung hier nach München. Und das konnte man ja eben wieder spüren, wie hier sozusagen eine kräftige Herzkammer pumpt, die das Blut durch den deutschen Wirtschaftskreislauf treibt. Aber ich weiß, dass hier auch in Bayern sehr, sehr viele Herzen für Europa schlagen. Bayerische Produkte und Dienstleistungen sind enorm erfolgreich, wie wir eben ja auch gehört haben, nicht nur in Deutschland, sondern im gemeinsamen Markt und auch international. Und Sie wissen ganz genau um die Bedeutung auch, die unser europäischer Binnenmarkt genau für unsere Leistung am internationalen Markt auch mit sich bringt. Und es gibt eine, die wie kaum ein anderer sich genau für diese Themen einsetzt in Brüssel und in Straßburg, mit Leidenschaft für die Wirtschaft, für den europäischen Binnenmarkt, für Bayern natürlich auch. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle sagen, ich bin sehr, sehr gerne, liebe Angelika Niebler, deiner Einladung gefolgt, als du sie ausgesprochen hast. War kurzfristig, aber es hat geklappt. Ich freue mich darüber. Und ich möchte an dieser Stelle einmal von ganzem Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz für die gemeinsame Sache danken. Chapeau und Respekt. Meine Damen und Herren, am Wochenende haben wir alle den 30. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Einer der glücklichsten Momente Deutschlands, sicherlich auch einer der glücklichsten Momente Europas. Und wir sind, wenn wir zurückblicken, 30 Jahre damals davon ausgegangen, dass die Konkurrenz der Systeme, die wir hatten, hier der Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft, dort der Kommunismus entschieden sei. Sie werden sich zum Teil erinnern an Fukuyama, der damals den Satz prägte, das Ende der Geschichte. Und es schien, als wenn die Demokratien westlicher Prägung sich durchgesetzt hätten, dass es ein für alle Mal klar sei, dass es die liberale Wirtschaftsordnung sein wird, die die Märkte im Gleichgewicht hält und deshalb auch reguliert. Nun, heute wissen wir, dass diese These sich nicht bewahrheitet hat. Wenn wir zu unseren Freunden in die Vereinigten Staaten von Amerika schauen, dann ist das ein Land, das zunehmend nach innen schaut, das zunehmend protektionistische Züge hat. Wenn wir nach China schauen, dann sehen wir ein selbstbewusstes China, aber ein sehr starker Staat, der bis ins letzte Detail seine Bürgerinnen und Bürger kontrolliert. Dieser Blick zurück, der lohnt sich immer, um die richtigen Schlüsse dann auch für die Zukunft zu ziehen. Und ich werde später noch mal darauf eingehen. Wir haben am Wochenende bewegend gesehen die Bilder zum Jahrestag, zur Feier des Jahrestages des Mauerfalls. Wenn wir mal zurückdenken, nur 30 Jahre, vor 30 Jahren, wäre es lebensgefährlich gewesen für Menschen, zum Beispiel beim Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor zu sein. Eine Mauer trennte damals Ostdeutsche und Westdeutsche. Tödliche Grenzstreifen zogen quer durch Europa. Und dennoch gingen die Menschen auf die Straße. Sie mussten damit rechnen, dass das Regime durchaus die Demonstrationen blutig niederschlagen würde. Aber das hat sie nicht geschreckt. Ihre Sehnsucht, ja, die Sehnsucht nach Freiheit war größer als jede Angst. Dieser tiefe Wunsch nach Demokratie war größer als alles andere. Und diesen Mut, meine Damen und Herren, diesen Mut, den die Menschen vor 30 Jahren bewiesen haben, den können wir gar nicht hoch genug wertschätzen. Es ist der Mut gewesen,
der über die Unfreiheit triumphiert hat. Es ist dieser Mut gewesen, der den eisernen Vorhang hat fallen lassen. Und dieser Mut war auch europäisch. Der Funke der Freiheit hat genauso ein Feuer in der Nachbarschaft entfacht. Wenn wir zur polnischen Solidarność schauen oder an das paneuropäische Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze denken, wenn wir an die endlose Menschenkette im Baltikum denken, so unterschiedlich auch diese Ereignisse gewesen sind. Die Menschen hat geeint die tiefe Sehnsucht nach Freiheit und nach den Werten, die unser Europa ausmacht. Rechtsstaat, der große Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen, die Demokratie. Und enormen Mut, enorme Courage haben auch unsere Nachbarn und internationalen Partner bewiesen, die sich einem wiedervereinten Deutschland im Herzen Europas geöffnet haben. Das war nicht nur für Michail Gorbatschow ein mutiger Schritt, das war auch ein mutiger Schritt für unsere Freunde in den Vereinigten Staaten von Amerika, unseren britischen Freunden, unseren französischen Freunden, denn es bedeutete ein wiedervereintes und damit auch ein starkes Deutschland mitten in Europa einzubetten. Was dieser europäische Mut alles bewegen kann, da werde ich jeden Tag daran erinnert, weil vor dem Eingang der Europäischen Kommission steht wunderschön eine Stele aus der Berliner Mauer herausgebrochen. Meine Damen und Herren, wir brauchen diesen Mut auch heute angesichts der Herausforderungen, die wir vor uns sehen. Die Themen sind eben genannt worden: der Klimawandel, die Globalisierung, der demografische Wandel, die Digitalisierung, die Migration, drohende Handelskriege. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es keine Herausforderung geben kann, die wir nicht bewältigen können, wenn es uns gelingt, unsere europäischen Stärken zusammenzuentwickeln, so wie wir es eben gehört haben. Dieses Selbstbewusstsein mit einer ordentlichen Portion bayerischen Selbstbewusstseins daran. Dieses Selbstbewusstsein brauchen wir als Europäer. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir jede der Herausforderungen auch gemeinsam bewältigen können, meine Damen und Herren. Die geopolitischen Entwicklungen der letzten Jahre haben unsere Handelspolitik gewaltig durchgeschüttelt. In der Tat, wie ich sagte, die USA gehen ihren eigenen Weg. China ist nicht mehr nur Partner, weiß Gott nicht, sondern inzwischen auch Rivale. Der BDI spricht inzwischen vom System Wettbewerb. Und es stimmt ja auch, dass in einer Welt, in der das relative Gewicht Europas abnimmt, viele unserer europäischen Mitgliedstaaten gar nicht in der Lage wären und zu schwach wären, um zum Beispiel mit den USA wirkungsvoll Zölle zu verhandeln oder mit Japan ein Handelsabkommen abzuschließen. Aber zusammen, meine Damen und Herren, zusammen sind wir in Europa 500 Millionen Menschen. Zusammen machen wir 40% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes aus. Gemeinsam sind wir die größte Handelsmacht der Welt. Und in diesem Geist hat Europa neue Allianzen in dieser veränderten Welt geknüpft. Wir haben Handelsabkommen geschlossen mit Kanada, mit Japan, mit Vietnam, mit Singapur. Sie wissen, dass Mercosur bevorsteht. Verhandlungen haben begonnen mit Australien, mit Neuseeland. Das heißt, für die deutschen Unternehmen und vor allem für die kleinen und mittleren Unternehmen sind dank dieser Freihandelsabkommen, die wir nur durch die Stärke Europas hinkriegen, viel bessere Exportbedingungen ermöglicht. Wenn wir mal schauen, wie viele deutsche Unternehmen alleine nach Japan exportieren, 12.000 Unternehmen sind das. 10.000 exportieren nach Kanada, Vietnam 4.800, Singapur 9.500 Unternehmen, Mercosur 12.000 Unternehmen. Alleine hier, Herr Ministerpräsident, aus dem Raum München sind das 100 Unternehmen, die in die Länder des Mercosur exportieren. Alle diese Firmen, und ganz viele sitzen hier wahrscheinlich auch im Raum, alle diese Firmen wissen ganz genau, wie wichtig die eigene Initiative ist, wie wichtig das eigene Produkt ist, um diese Märkte zu erschließen.
Aber sie wissen eben auch, wie wichtig die Gemeinschaft ist, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel mit anderen Kulturkreisen oder anderen Rechtssystemen, was es dann bedeutet, ein gemeinsames europäisches Freihandelsabkommen zu haben. Und das zeigt, meine Damen und Herren, die Kraft der 28 Mitgliedstaaten, die Kraft, die unsere Europäische Union ausmacht. Die müssen wir viel strategischer, viel besser einsetzen. Die müssen wir mit Selbstbewusstsein und zur Durchsetzung unserer eigenen europäischen Interessen nutzen. Ich setze darauf, dass dieses Europa in Zukunft viel konsequenter unsere europäischen Interessen, die Interessen unserer europäischen Mitgliedstaaten, damit ihre Interessen als Unternehmerinnen und Unternehmer einsetzt und diesen Weg des Selbstbewusstseins Europas mit aller Kraft fortsetzt und ganz mutig und selbstbewusst beschreitet. Der Schutz europäischer Wirtschaftsinteressen beginnt aber schon viel früher. Eine moderne Industriepolitik heißt agieren statt reagieren. Moderne Industriepolitik bedeutet Kräfte bündeln, vor allen Dingen auch für die kleinen und mittleren Unternehmen, wie ich es eben beschrieben habe. Moderne Industrie- und Wirtschaftspolitik bedeutet Ziele setzen und umsetzen. Wir dürfen nicht aktiv werden, wenn die Dinge schiefgegangen sind, wie bei Thomas Cook zum Beispiel, sondern wir müssen den Wandel vorhersehen. Wir müssen den Wandel antizipieren. Sie haben das eben gesagt, Herr Ministerpräsident, dass man nicht auf die alten Probleme oder die Probleme da sind, mit den ewig alten Antworten kommen darf. Wir müssen uns vor allen Dingen als Europäer fragen, weil wir ja nicht in jedem Gebiet die Allerstärksten sind. Wir müssen uns vor allen Dingen als Europäer fragen, was werden die Sektoren und was werden die Technologien von morgen sein? Was sind die Sektoren und was sind die Technologien, wo wir eine Chance haben, als Europäer die gesellschaftlichen Probleme von morgen zu lösen? Ich möchte da das Thema des Klimawandels ansprechen. Sie wissen, ich bin ausgebildete Ärztin. Und wenn ich den Wissenschaftlern zuhöre, eine hat mir sehr stark die Augen geöffnet, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit unserem Globus passiert, indem er mir sehr plausibel erklärt hat, es ist mit unserem Globus genauso eigentlich wie mit dem menschlichen Körper. Es gibt eine Durchschnittstemperatur, die an sich am besten ist. Und wir wissen alle, bei uns ist das 37 Grad. Wenn es störende Faktoren von außen gibt, beim Körper ist das ein Virus, ein Bakterium, ein Unfall, ein Trauma. Für den Globus ist das zum Beispiel die Treibhausgasemissionen. Dann können wir eine Weile damit umgehen. Dann steigt ein bisschen die Temperatur. Das heißt, wir haben ein leichtes Fieber. Und Sie alle wissen, was es bedeutet, wenn man ein leichtes Fieber hat. 38 Grad, 39 Grad ist schon mehr Fieber. Wie schwer es ist, auch über die Runden zu kommen. Aber dann setzen all diese Mechanismen ein, die dagegen arbeiten. Das Immunsystem arbeitet, die Regulationsmechanismen unserer Erde bei steigenden Temperaturen arbeiten wie verrückt dagegen an. Wir frösteln. Wir fühlen uns nicht wohl, wir schwitzen, wenn das Fieber wieder sinkt. Aber es gibt irgendwann auch einen Punkt, da gibt es keinen Weg mehr zurück. 40 Grad, 41 Grad, 42 Grad, wir kennen das alles. Aus der Medizin, dann gibt es einen Punkt, dann setzt ein Circulus Vitiosus ein, dass man nicht mehr den Weg zurückfinden kann. Und meine Damen und Herren, wir haben nur diese eine Erde. Und wir haben lang genug Raubbau getrieben. Und ich brauche Ihnen die einzelnen Phänomene gar nicht zu schildern. Sie kennen sie alle. Und das ist ein Thema, das lässt sich nicht mehr beiseite schieben. Das ist ein Thema, das lässt sich nicht in einen Rettungsschirm auslagern. Wir müssen jetzt handeln. Das Entscheidende aber, und deshalb rede ich zu Ihnen darüber als Europäerin, das Entscheidende ist, wenn wir es gut machen als Europäer, wenn wir es gut machen als Europäer, dann ist es nicht nur gut für unseren Planeten, sondern dann werden wir die Vorreiter sein für Clean Technologies, wie es der Ministerpräsident eben genannt hat. Dann werden wir die Vorreiter sein für Wissen und Know-how. Dann werden wir die Vorreiter und die Vorbilder sein, die exportieren in die Welt Technologien, wo andere folgen werden. China fragt jetzt an,
wie wir eigentlich das ETS-System, also das Emission Trading System, den Zertifikatehandel aufgebaut haben, weil China das jetzt einführen will. Kommt zu uns, um zu lernen, was habt ihr für Fehler gemacht, wo seid ihr richtig gewesen. Das heißt, wenn wir diejenigen sind, die zeigen, dass man eine Industrie dekarbonisieren kann, Sie haben das Thema, Herr Ministerpräsident, der Wasserstofftechnik und der Elektroautos, aber auch der besseren Energieeffizienz genannt. Europa kann die Führung übernehmen bei CO2-armen Technologien. Es kann zeigen, dass Klimainvestitionen Gewinn bringt und nachhaltig sind. Europa kann zeigen, wie durch Strukturwandel neue Fertigkeiten, neue Arbeitsplätze entstehen. Europa kann zeigen durch die Kreislaufwirtschaft, dass alle gewinnen können. Die Gesellschaft, die Wirtschaft und unsere Umwelt. Und wir brauchen Investitionen. Ich werde deshalb einen Investitionsplan auflegen und Teile der Europäischen Investitionsbank in eine Klimaschutzbank umwandeln. Wir werden in den kommenden Jahren 1 Billion Euro mobilisieren, um ganz konsequent uns als Europäer, die wir hier schon Vorreiter sind, auf genau diese Zukunftstechnologien auszureichen, in die Forschung, in die Entwicklung, in die Bildung von Unternehmensnetzen, in die Förderung von Innovationen. Meine Damen und Herren, wenn wir entschlossen und gemeinsam agieren, wenn wir uns auf die Zukunftsfelder Klimaschutz, Digitalisierung fokussieren, dann haben wir die Möglichkeit, Vorreiter zu sein. Das heißt, dann haben wir Europäer es selbst in der Hand und die Mittel in der Hand, um global in der ersten Liga zu spielen. Und das ist doch der Grund, warum Sie Unternehmerinnen und Unternehmer geworden sind. Wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Ich scheine Sie überrascht zu haben mit dieser Wendung. Aber es ist mein tiefer Ernst. Ich glaube, in 30 Jahren, wenn unsere Kinder zurückgucken, dann werden sie uns daran messen, ob wir den gleichen Mut besessen haben, wie die Menschen vor 30 Jahren, die eine unfassbare Wende geschafft haben. Und wenn es die großen Themen dieser Welt betrifft, nämlich das Thema des Klimawandels, nämlich das Thema der Digitalisierung, dann möchte ich, dass wir ganz vorne sind. Und dann rechne ich damit, dass diejenigen, die hier im Saal sind, dieser bayerische Unternehmergeist, diese Lust auf Innovation, diese Kraft nach vorne zu gehen, dieses Selbstbewusstsein, da rechne ich fest damit, dass ich Sie an meiner Seite habe und deshalb nicht weiter überraschen muss, sondern dass Sie diejenigen sind, die nach vorne gehen werden und wir an Ihrer Seite diesen Wandel gestalten, von dem ich der festen Überzeugung bin, Europa kann diesen Globus prägen. Und es ist eines der Themen, wo wir diejenigen sein können, wo wir ganz vorne mitspielen und der Welt unsere Errungenschaften zeigen, wie es immer auch gewesen ist mit diesem kraftvollen Mittelstand, den wir haben. Lasst uns die Zukunft erforschen und ich möchte Sie alle ganz herzlich dazu einladen. Wahrscheinlich habe ich Sie auch ein bisschen erschreckt, weil in Ihren Köpfen zu Recht. Das Thema Wettbewerb, nicht den eigenen Wettbewerb, den scheuen Sie nicht, den können Sie angehen. Aber der globale Wettbewerb aufgesprungen ist. Und Sie haben recht. Ich finde, dass eine moderne Industrie- und Mittelstandspolitik fairen Wettbewerb braucht, aber nach innen und nach außen. Wenn wir möchten, wir haben viel darüber gesprochen, dass unsere europäische Industrie sich an unsere Werte und unser Recht hält. Sie haben eben das ganze Thema mit der Automobilindustrie angesprochen, Herr Ministerpräsident. Oder wenn wir möchten, dass unsere europäische Industrie den gesellschaftlichen Herausforderungen, wie ich es eben mit der Klimapolitik erwähnt habe, gewachsen ist und sie gemeinsam löst. Meine Damen und Herren, dann muss das auch für unsere Handelspartner gelten. Wer mit uns Handel treiben möchte, und das sage ich als Europäerin, der muss sich an unsere Regeln auch halten, unseren European Way of Life. Wir wollen den Weg zu einem klimaneutralen Kontinent bis zum Jahr 2050 gehen, ja.
Wir wollen mehr und mehr CO2-arm produzieren, aber das hat seinen Preis. Das muss uns unserer Umwelt wert sein. Wir haben keinen Planeten B. Was aber nicht sein kann, und es ist mir wichtig, Ihnen das zu sagen, ist, dass wenn wir CO2-arm produzieren, und das hat seinen Preis, dass dann aber die chinesischen Konkurrenten kommen, die mit CO2-intensiven, also schmutzigen Produkten und womöglich noch staatlich subventioniert, mit billigen Produkten unseren Markt hier schwemmen. Wenn das geschieht, dann sind wir aber auch bereit, als Europäische Kommission und Europäische Union eine Grenzsteuer einzuführen. Dann brauchen wir eine Carbon Border Adjustment Tax, wie man das heutzutage nennt. Ich will Ihnen damit ganz klar sagen, ja, wir wollen fairen Wettbewerb. Aber er muss fair sein für alle, nicht nur für die Unternehmen hier innerhalb Europas, sondern auch für diejenigen, die nach Europa kommen und hier Gewinn bringen, arbeiten wollen. Fairness für alle, das ist ein Grundsatz, den ich gemeinsam mit Ihnen als Europäerin nach vorne bringen möchte. Und das bedeutet auch, dass wir den Blick nicht begrenzen dürfen nur auf den Binnenmarkt, sondern dass wir selber auch den Blick weiten müssen auf den globalen Markt. Wir müssen stärker den globalen Markt in den Blick nehmen und sicherstellen, dass auch unser Wettbewerbsrecht, was wir hier in Europa haben, fit ist für den globalen Markt. Nochmal, China ist ein wichtiger Handelspartner, gar keine Frage. Aber umgekehrt gilt auch, dass die Europäische Union der größte Handelspartner Chinas ist. Das heißt, wir können auch die Bedingungen beeinflussen, zu denen wir Geschäfte machen. Und das tun wir auch längst. Wir freuen uns über jedes ausländische Unternehmen, das an Ausschreibungen in der Europäischen Union teilnimmt, sei es für den Bau von Autobahnen oder Stromtrassen. Aber ich sage Ihnen auch, wir werden künftig stärker darauf achten, dass sich diese Unternehmen, die aus dem Ausland dann sich an unseren EU-Ausschreibungen beteiligen, an unsere Standards halten. Zum Beispiel, was den Klimaschutz angeht oder was den Arbeitnehmerschutz angeht. Auch daran müssen sich ausländische Unternehmen halten, wenn sie bei uns Geschäfte machen wollen. Wir sind offen für Investitionen, gar keine Frage. Sie sind ein Beweis für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologieunternehmen und für die Weltmarktführer, die wir hier haben. Aber in Europa kontrollieren wir sehr, sehr streng unsere Regierung, ob sie denn die Unternehmen auch nicht subventionieren. Was wir bisher nicht kontrollieren durften, ist die Frage, ob ausländische Unternehmen hier in Europa einkaufen können, die aber zu Hause massiv subventioniert werden von ihren eigenen Regierungen. Das ist das Beispiel Pirelli. Das darf uns nie wieder passieren, meine Damen und Herren. Diese Lücke müssen wir schließen. Wir finden sehr gut, wenn große Technologieunternehmen, die großen Plattformen, wie wir sie heutzutage nennen, hier in Europa Geschäfte machen und Milliardengewinne machen. Das ist in Ordnung. Das ist ein großer, offener Binnenmarkt. Aber was nicht geht, ist, dass sie hier in Europa Milliardengewinne machen und große Geschäfte machen. Die können sie aber nur machen, weil wir eine gute Infrastruktur haben, weil wir hier Menschen haben mit guten Gehältern und Einkommen, Menschen, die gebildet sind, weil wir ein gutes Sozialsystem haben. Wenn diese großen Plattformen, insbesondere aus den Vereinigten Staaten von Amerika, hier bei uns Milliardengewinne machen wollen, indem sie sich darauf verlassen, dass das alles funktioniert hier in unserer sozialen Marktwirtschaft, dann erwarte ich auch, dass diese Unternehmen hier bei uns in Europa Steuern zahlen. Auch das ist ein Punkt, der erreicht werden muss. Und das betrifft das Thema Digitalisierung. Vielleicht ist das Rennen bei den ganz großen Internetplattformen nicht mehr ganz so einfach gewinnbar, wenn ich das mal so sagen darf, für Europa. Aber, meine Damen und Herren, der Rahmen, in dem wir diese Plattformen agieren lassen, den müssen wir als Europäer mit beeinflussen. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Wenn Sie Ihren eigenen Namen googeln, dann werden Sie in Bruchteilen von Sekunden ganz viele Einträge finden. Und es wird ungefähr alles da drin stehen, was dokumentiert ist, jemals, was Sie in Ihrem Leben getan haben.
Das ist schon beunruhigend genug. Aber die großen Tech-Plattformen interessiert gar nicht so sehr, was sie gestern gemacht haben. Die interessieren sich dafür, was sie morgen tun werden, was sie morgen einkaufen werden, wohin sie morgen gehen werden und warum sie dieses tun. Und das nennt man die Verhaltensvorhersage. Und mit jedem Klick, mit jedem Einkauf im Netz, den Sie machen, mit jeder Suchfunktion, die Sie eingeben, mit jeder Entscheidung, dass Sie etwas Bestimmtes im Netz unternehmen, füttern Sie dahinter Algorithmen, die dadurch trainieren, Ihr Verhalten, Ihr ganz spezifisches Verhalten zu verstehen und vor allen Dingen dieses Verhalten vorherzusagen. Und diese Daten, die Sie mit jedem Klick an die großen Technologieplattformen geben, diese Daten sind Gold wert. Und diese großen Technologieplattformen handeln mit ihren Daten, handeln mit ihrer Verhaltensvorhersage. Aber die handeln nicht mit Ihnen als Nutzerinnen und Nutzern, sondern sie verkaufen diese Daten oder dieses Verhalten an andere Firmen, die wetten auf ihr Verhalten. Sie erinnern sich an das Thema Cambridge Analytica. Dort haben wir erlebt, was damit passieren kann. Und meine Damen und Herren, dass der Markt so ausschließlich bestimmt, was mit Ihren Daten passiert, dass Sie keine Chance haben, die Hoheit und das Wissen über Ihre Daten auszuüben, dass Sie nicht in der Lage sind zu sagen, was Sie hergeben wollen oder nicht, weil Sie sich im Netz bewegen und weil Sie bestimmte Dienstleistungen im Netz nutzen wollen. Hier hat Europa zum allerersten Mal ein Stoppschild gesetzt. Hier hat Europa zum allerersten Mal einen Rahmen gespannt, zu sagen, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem Markt, den Internetplattformen und dem Individuum, das sich im Internet bewegt. Und Europa hat die sogenannte sehr trockene Datenschutzgrundverordnung eingeführt. Sie ist nicht perfekt, weiß Gott nicht. Aber es ist zum allerersten Mal so, dass vom Menschen her gedacht gesagt wird, Sie haben das Recht, die Hoheit über Ihre eigenen Daten zu haben. Wir müssen besser werden, denn mich ärgert auch, dass ich jetzt inzwischen überall, wenn zum Beispiel Cookies angeboten werden, zustimmen muss den Bedingungen, die kein Mensch im Kleingeschriebenen nachlesen kann. Aber diejenigen, die sich auskennen und vor allen Dingen aus dem Ausland sagen, kein anderer Kontinent hätte das gekonnt, kein anderes Land hätte diesen Rahmen setzen können, als das Europa mit seiner tiefen Tradition vom Menschen her zu denken. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Plattformen verpflichtet werden müssen, nicht sie zu fragen, stimmst du zu oder sonst kannst du nicht auf diese Website gehen, sondern einen bestimmten Rahmen an Sicherheit für ihre Daten einzuhalten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie in ein Auto steigen, dann unterschreiben Sie auch nicht 10 verschiedene Formulare, wo Sie sagen, ich stimme den ganzen Bedingungen zu und gebe sozusagen das Risiko, nehme ich an und kann deshalb ins Auto gehen und mit dem Auto wegfahren. Nein, wir haben einen TÜV, der staatlich garantiert, dass dieses Auto funktioniert und der Bürger oder die Bürgerin kann guten Gewissens in dieses Auto steigen und damit dann losfahren. Und genauso muss es mit unseren Daten auf die Dauer auch sein. Es muss einen Rahmen geben, damit klar ist, Sie sind diejenigen, die das Recht haben, Ihre eigenen Daten, dass Sie wissen, dass damit nicht hinter Ihrem Rücken Schindluder getrieben wird, dass damit nicht hinter Ihrem Rücken Milliarden Geschäfte gemacht werden. Und dazu brauchen wir die Europäische Union, um dieses Recht auch durchzusetzen. Es gibt einen zweiten Punkt, der mich in der Digitalisierung umtreibt. Und das ist das große Thema von Big Data. All die Daten, die wir in Europa haben, nicht von Menschen, sondern von Vorgängen, die wir nicht genügend nutzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Lufthansa, wenn sie fliegt, dadurch, dass sie permanent misst, Winde, Wolken, Regen, Sonne und so weiter, hat unendlich viele Wetterdaten die ganze Zeit gesammelt, mit denen sie aber nichts Besonderes anfangen konnte. Die sind dann einfach verfallen. Irgendwann hat die Lufthansa gesagt, wir geben diese Daten, die wir automatisch sammeln, von uns aus, dem Deutschen Wetterdienst. Und das hat dramatisch die Qualität der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes erhöht. Und so haben wir ganz, ganz viele Beispiele in unseren Regierungen, aber auch in unseren Unternehmen, wo wir viel mehr Daten haben,
die wir miteinander nutzen können, um dort smarte Ideen zu entwickeln, um junge Unternehmen zu starten, um neue Geschäftsideen mit auf den Weg zu bringen. All das sind Themen, die wir gemeinsam als Europäer auf den Weg bringen möchten. Wir sind sehr, sehr gut als Europäer im Industriebereich. Und das wollen wir auch bleiben. Das heißt, wir werden uns mit aller Kraft konzentrieren darauf, wo wir unsere Stärken haben. Das ist das Internet der Dinge. Das ist die Cybersicherheit. Hier können wir auf einer ganz starken industriellen Basis aufbauen. Und wir wissen, dass wir, um weiterhin am Ball vorne in der ersten Liga zu spielen, ganz wachsam sein müssen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, was in der Tat auch aus der Automobilbranche kommt. Es ist uns nämlich in der Automobilbranche über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gelungen, dass wir in den internationalen Gremien die Standards gesetzt haben. Und andere mussten uns folgen. Das ist einer der mitentscheidenden Faktoren gewesen, warum die globale Erfolgsgeschichte des deutschen Automobilbaus so gewaltig und so beeindruckend gewesen ist. Auch hier müssen wir strategischer denken. Wir müssen nicht nur fragen, was sind die Standards für morgen, die wir im europäischen Binnenmarkt brauchen, sondern wir müssen fragen, was sind die Standards für morgen, die global gebraucht werden. 3D-Druck zum Beispiel, das wird der Maschinenbau der nächsten Generation sein. Da sind wir richtig gut drin. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir früh die internationalen Standards zum Beispiel für den 3D-Druck bestimmen, damit wir nicht die Situation haben, dass die Chinesen mit ihren Produkten unseren Markt schwemmen und damit uns ihre chinesischen Standards aufdrücken. Da müssen wir schneller sein, da müssen wir wachsam sein. Das können wir und das werden wir auch machen. Auch hier ist der Rahmen der Europäischen Union entscheidend, damit Sie und wir gemeinsam Erfolg haben. Eine der Aufgaben, die ich mit Kraft und Energie angehen werde, meine Damen und Herren. Moderne europäische Wirtschaft braucht eine gute Infrastruktur. Natürlich ist die Infrastruktur zunächst einmal Aufgabe der Mitgliedstaaten. Aber ich möchte einmal das Bild malen, was die europäische Ebene, und so verstehe ich unsere Rolle, als Mehrwert dazu bringen kann. Wenn wir zum Beispiel, wir bleiben jetzt bei den Autos und der Digitalisierung, an autonom fahrende Elektroautos denken. Einmal nach vorne denken. Sie sind diejenigen, die sie produzieren, entwickeln, die tollen Ideen haben, die Innovationen nach vorne bringen. Aber die europäische Ebene muss jetzt schon denken, was ist eigentlich, wenn Sie mit einem solchen autonom fahrenden Elektroauto von Deutschland, von Bayern nach Österreich fahren oder von Deutschland aus in die Niederlande fahren, was passiert da? Oder umgekehrt eher gefragt, was darf nicht passieren? Was nicht passieren darf, ist, dass der Datenstrom abreift. Dann ist es schlecht mit der Navigation dieses autonom fahrenden Autos. Was nicht passieren darf, ist, dass der Ladestecker nicht passt. Was nicht passieren darf, ist, dass die Bezahlkarte nicht akzeptiert wird. Das heißt, wir müssen neue Antworten auf alte Themen, das, was der Ministerpräsident gesagt hat, nicht nur dafür sorgen, dass die alten Schlaglöcher gestopft werden, sondern wir müssen heute schon dafür sorgen, dass wir europäisch die Funklöcher stopfen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ein Roaming über die Europäische Union setzen, damit Ihre Innovationen, damit Ihre neuen Produkte tatsächlich dann am Binnenmarkt auch teilhaben können. Dazu brauchen wir grenzüberschreitend Straßennetz, habe ich eben genannt, Digitalnetz, Bezahlsystem, Roaming, ausreichende Ladestationen und so weiter und so fort. Klassische europäische Aufgabe. Hier wird Europa den Rahmen über 28 Mitgliedstaaten spannen. Wir werden das finanzieren mit unserer Connecting Europe Facility. Das ist das Programm zum Ausbau der europaweiten Verkehrsnetze, Energienetze, Digitalnetze. Auch wieder ein Beispiel für einen klassisch europäischen Mehrwert, der ganz, ganz eng zusammenarbeitet mit den Mitgliedstaaten. Nicht, dass wir uns gegenseitig behindern, sondern im Gegenteil, dass wir miteinander, jeder auf seiner Stelle, jeder an seiner Aufgabe, den Mehrwert für eine kraftvolle Wirtschaft der Zukunft auf die Beine stellen. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss noch mal, wie angekündigt, auf die anfänglichen Gedanken zurückkommen. Ich habe von
der wirtschaftlichen Basis gesprochen, ohne die das Vertrauen der Menschen in den Staat sinkt und von der Konkurrenz der Systeme, die damals wie heute spürbar war. Wir stehen wieder an einer Art Wendepunkt. Was ich vorhin sagte, gilt in der Tat. Ich bin der festen Überzeugung, dass in 30 Jahren unsere Kinder, die nächste Generation, uns genauso messen werden, was wir heute geschafft haben, wie wir heute mit Bewunderung auf unsere Eltern und ihre Generation vor 30 Jahren zurückschauen. Unsere Kinder werden uns fragen und uns daran messen, was mit dem Klima und diesem Planeten geschehen ist. Sie werden uns daran messen, wie die Digitalisierung vorangeschritten ist, die rasend schnell in alle Lebens- und Arbeitsbereiche eingreift, mit starken Kräften in der Weltwirtschaft. Wie gehen wir damit um? Mit den zunehmenden Eigeninteressen und Konfrontationen, anstatt dass wir Kooperation wie vor 30 Jahren gehofft und gemeinsamen Gewinn wie vor 30 Jahren gedacht erreicht haben. In einer solchen Situation kommt es mehr als je zuvor auf ein geeintes, auf ein starkes Europa an. Und ja, wir Europäer, das haben wir eben die ganze Zeit gehört, wir müssen uns zweifellos anstrengen, um im Wettbewerb auch bestehen zu können. Das wollen wir ja auch. Aber wir Europäer haben auch eine ganz, ganz große Tradition. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben das am Ende Ihrer Rede erwähnt. Eine ganz große Tradition, die auch langfristig zum wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil werden kann. Wenn ich an diese verschiedenen Systeme denke, die USA, wo der Markt dominiert, wo der Markt alles bestimmt, wo das Geld vor allen Dingen eine Rolle spielt. China, wo der Staat alles bestimmt, bis ins letzte Detail, Social Scoring. Das heißt, alle Daten der Bürgerinnen und Bürger werden gesammelt. Und je nachdem, wie Sie sich verhalten, kriegen Sie dann Pluspunkte oder Minuspunkte. Wenn Sie sich gut verhalten, zum Beispiel in die Partei eintreten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, das wird elektronisch alles gesammelt und bewertet, dass Ihr Kind auf eine weiterführende Schule gehen kann. Sie kennen alle diese Themen. Wir Europäer sind traditionell und wir haben hart dafür gekämpft, darin geübt, dass wir immer wieder ausbalancieren. Den Markt und den Staat und das Individuum, das, was wir soziale Marktwirtschaft nennen. Wir denken vom Menschen her, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist für uns ein Leitprinzip. Wir wissen, dass der Schutz in der sozialen Marktwirtschaft etwas ganz Kostbares ist. Aber um Menschen zu schützen, muss erst einmal auch die Wirtschaftsgrundlage erarbeitet werden. Auch das wissen wir und stellen wir hoch. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Rechtssystems und unseres Wirtschaftssystems. Und meine Damen und Herren, alles, was wir vorhin besprochen haben, zum Schluss kommt es darauf an, wo kommen die Talente her und wo gehen die Talente hin? Wo werden die Talente hinziehen, die im digitalen Zeitalter über Erfolg und über Misserfolg entscheiden werden? Die Frage wird sein, wo gehen die Menschen hin, die sich frei entfalten wollen? Nicht nur ökonomisch, sondern auch privat. Wo gehen die Menschen hin, die ihre persönlichen Daten selbstbestimmt verwalten wollen? Wo werden Menschen hinziehen, die sich wünschen, dass ihre Kinder in der freien Natur noch spielen können und klare Luft atmen und sauberes Wasser trinken? Wo werden Menschen wohl hinziehen, wenn es hart auf hart kommt und sie wissen, sie sind geschützt, wenn sie schwer erkranken? Wo ziehen Menschen hin, die sich eine offene, eine starke, eine tolerante, vielfältige Gesellschaft wünschen? Wo ziehen Menschen hin, die sich auf einen Rechtsstaat verlassen wollen? Das, meine Damen und Herren, ist der unschätzbare Vorteil Europas. Das ist die große Tradition, aus der die Europäische Union gewachsen ist. Genauso sollten wir entschlossen und selbstbewusst unseren eigenen europäischen Weg gehen. Es lebe Europa. Danke.
Verehrte liebe Frau von der Leyen, ein herzliches Dankeschön für Ihre motivierende Rede. Wir sehen, Europa atmet in Ihnen. Sie wollen, dass diese Europäische Union nach vorne marschiert, dass wir auf Augenhöhe mit anderen Regionen in der Welt unterwegs sind. Sie wollen, dass unsere Unternehmen auch in Europa in diesem Binnenmarkt eine Zukunft haben. Dafür danke ich von Herzen und nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir werden die nächsten 5 Jahre eng miteinander zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute. Und blicken wir nach vorne, meine Damen und Herren. Auf die Zukunft kommt es an und wir müssen wollen, dann kriegen wir das auch alles gebacken. Herzlichen Dank, liebe Frau von der Leyen.